Jetzt gehen wir die Bilder weiter und sehen einen wirklich kleinen Ventrikel. Und jetzt können wir wieder das anhalten und den Vorhof messen. Und jetzt brauchen wir ein Volumen. Und das ist Biplan. Und da hat er den Vorhof nicht drinnen. Das heißt, wir müssen schauen, gibt es vielleicht eine Fläche. Da haben wir eine LA-Fläche. Also da muss ich gleich dazu sagen, die Fläche ist nicht so gut wie das Volumen, also wir wollen natürlich ein Volumen messen. Er hat sicher einen dilatierten Vorhof, das passt auch mit der Fläche dazu. Aber wenn ich schon Fläche messe, messe ich Volumen, zumindest in einer Ebene. Die Messung schaut genauso aus. Wir wollen nicht die Tenting Area der Mitralklappe mitnehmen, also wirklich vom Anulus zum Anulus messen, nicht das linke Herzohr mitmessen, nicht die Pulmonalvenen mitmessen. Und jetzt die Fläche war über 18 Quadratzentimeter circa dilatiert und das Volumen ist mit über 34 Milliliter pro Quadratmeter dilatiert. Also wir wissen, es ist ein dilatierter Vorhof. Ja. Jetzt sind wir aber schon in einem Schnitt, wo wir den Vorhof relativ gut sehen. Das heißt, wir können auch schon, und das mache ich auch so, wenn ich jetzt Bilder habe, die ich interpretiere, und dann habe ich ein Bild zum Beispiel für den Strain, dann mache ich eine Messung schon auch des Strains. Und da habe ich AFI LA, ist das, also Automated Function Imaging heißt es halt in diesem Fall. Und da komme ich zu diesen Bildern und da kann ich mir dann den aussuchen, der mir am besten vorkommt. Da gehe ich noch einmal und overgehen sehr stark, das ist ganz absichtlich, und wähle den Vierkammerblick an und sage Septal Basal, Lateral Basal und das LA-Dach möchte ich auch sehen. Und der macht mir dann da, wo das Gerät glaubt, dass der Vorhof verläuft, eine Region of Interest und das kann ich wieder messen. Ja. Er hat ein Vorhofflimmern, der ist reduziert, wir sehen aber auch hier kein gutes Signal, also das ist ein bisschen, wenn man so will, Kaffeesud lesen, also das funktioniert nicht gut. Hier können wir dann anpassen, dass er wirklich unseren Vorhof sieht. Auch hier würde ich ein bisschen anpassen. Also das ist jetzt schon der Bildqualität auch geschuldet. Normalerweise funktionieren diese Messungen automatisch auch gut. Ja. Gefällt mir aber nicht, das würde ich jetzt nicht nehmen, da schauen wir beim nächsten Bild, deshalb nehme ich gerne auch immer zwei auf, was der Vorhof eigentlich tut. Jetzt haben wir da schon wieder ein Bild, das können wir natürlich wieder messen versuchen und messen dann wieder einen LA-Strain. Da kann man sich eben, wie gesagt, immer aussuchen, welcher Zyklus der vermeintlich beste ist. Er startet, wenn ich drei Zyklen aufnehme, immer beim mittleren Zyklus. Ja, und da sieht er es wieder ähnlich, also das muss man auch dazu sagen, das Gerät selber sieht immer sehr ähnlich bzw. gleich, was es misst. Und das Region of Interest, die ROI, schaut relativ gleich aus als das, was wir vorher gesehen haben. Also ich würde es trotzdem hier wieder ein bisschen anpassen. Normalerweise muss man schon dazu sagen, da die Messungen sehr robust sind und sehr gut sind, muss man sehr oft wirklich sehr wenig anpassen. Wobei in seinem konkreten Fall, weil der Strain sehr niedrig ist, also der ist ein LASR, das ist der, den wir messen können, das ist das da. Ja, das ist der Hauptanstieg. Das ist 6%, das ist hochgradig reduziert. Das liegt im Bereich des Patienten, also das wissen wir schon. Da würde ich trotzdem Biplan messen. Ja. Da kann ich natürlich dann bestätigen und weiter tun. Und jetzt habe ich die Situation, dass wir schon sehr viele Bilder aufgezeichnet haben. Jetzt muss ich mir einen Zweikammerblick suchen und hoffentlich schnell finden, dass ich dann das im Zweikammerblick auch messen kann. Und da habe ich den Zweikammerblick, das passt mir eigentlich ganz gut. Die Herzfrequenz sollte ähnlich sein. Schauen wir, was uns da gut gefällt. Ja, nehmen wir mal das mittlere und schauen es uns einfach an. Und da sogar wieder Inferior Basal, dann will ich Anterior Basal und wieder das LA-Dach nehmen. Genauso mache ich es. Er misst auch über die Pulmonalvenen, über das linke Herzohr drüber. Und man möchte meinen, das ist eine Messung, die ist unsicher, weil da so viele Strukturen sind, wo er drüber messen kann. Insgesamt funktioniert es sehr, sehr gut. Also es ist eine erstaunlich robuste Messung, auch für die dünnen Strukturen des Vorhofs. Und ich sehe hier einen LASR, die anderen bitte nicht nehmen. Das CT ist der Kontraktions-, das CD Conduit Strain, aber der ist der, der uns interessiert. Und da haben wir einmal 9%, einmal 6% und gemittelt sind wir so um die 7-8% und haben auch hier ein Volumen mit 117 Milliliter. Wenn wir jetzt sagen, er hat eine Körperoberfläche von 2, haben wir trotzdem einen hochgradig dilatierten Vorhof, also ca. 60 Milliliter pro Quadratmeter, was auch wieder dazu passt. Ja. Und das ist jetzt von der Messung her auch etwas, das kennen wir von ihm, also das ist gleichbleibend halt sehr niedrig. Das heißt einfach, der Vorhof hat schon eine gewisse Fibrose, das Vorhofflimmern, auch durch die Herzerkrankung sicherlich mitgemacht.
Jetzt müssen wir wieder zurückgehen, weil jetzt sind wir ein bisschen weitergekommen. Und zwar daher, dass wir jetzt weiter uns anschauen, was wir messen können. Wir haben hier den Color-Doppler, ich sehe keine relevanten Insuffizienzen. ADTI sehe ich nicht wirklich, hier kann ich keine TI messen. Dass man da überdreht und sagt, boah, jetzt sehe ich da irgendwo ein Signal, das macht man nicht. Also das ist dann reines Fantasieren. Das heißt, wir lassen das in die Grundeinstellungen und wir wissen jetzt einfach nicht, wie hoch das TI-Signal ist. Wir müssen aber dazu sagen, der rechte Ventrikel ist nicht wahnsinnig, also der ist klein, der ist normal und wir haben eine Pulmonalakzelerationszeit, die im normalen Bereich liegt. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass der pulmonale Hypertonus jetzt nicht relevant vorhanden ist. Zumindest einmal in Ruhe glauben wir nicht daran. Das Pulmonalvenensignal können wir nicht messen und jetzt gehen wir auf den rechten Vorhof. Ich mag den rechten Vorhof sehr gerne, das habe ich ein Bild gespeichert, das wollte ich nicht, aber wir wollen auch wieder eine Vorhoffläche messen. Also beim rechten Vorhof kann ich Fläche oder Volumen messen, das ist beides noch in Ordnung und da gehe ich auch wieder her und vor den rechten Vorhof die gesamte Fläche ab. Also da unten habe ich jetzt vielleicht ein bisschen unterschätzt, da bin ich vielleicht ein bisschen zu weit reingefahren, ein intraatriales Septumaneurysma nehmen wir nicht mit in der Messung. Wir haben aber auch hier eine deutliche Dilatation, auch 18 Quadratzentimeter ist das Normale. Und hier haben wir 25,6 Quadratzentimeter. Also es ist sicherlich ein dilatierter linker und rechter Vorhof. Und das haben wir jetzt zweimal aufgenommen und ein drittes Mal. Jetzt suchen wir uns das beste Bild aus. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es da gut geht. Da sind wir schon fast im Fünfkammerblick zu weit drinnen. Probieren wir es in dieser Situation, dass wir einfach den rechtsatrialen Vorhof messen. Das probieren wir. Das gefällt mir eigentlich eh da auch am besten. Und da sagen wir wieder Vierkammerblick. Und wenn wir dann die Grenzen definieren mit septal und lateral, dann schaut er sich eben die andere Seite an. Und so weiß ich eben auch für mich dann im Verlauf, dass ich jetzt das anders gemessen habe. Es ist von dem, was passiert, genau das Gleiche. Also es wird eine longitudinale Funktion gemessen. Und wir sehen hier das bisher Vorhofflimmern, aber so, er trackt es gar nicht einmal so schlecht. Und da die 14% können wir mal zur Kenntnis nehmen und sagen, dass das sehr wahrscheinlich wirklich die Messung ist, die auch stimmen wird. Das bestätigen wir und beenden wir. Jetzt haben wir auch einen rechtsatrialen Strain. Da müssen wir nur aufpassen, dass wir das in unserem Befund nicht vergessen, weil er natürlich jetzt auch mit dem linksatrialen mitteln würde. Und wir gehen weiter und schauen uns dann die weiteren Messungen durch. Tapse, muss ich ehrlicherweise sagen, würde ich hier nicht messen. Das sehe ich einfach nicht. Also das würde ich rausnehmen. Auch mit Tische-Doppler würde ich es nicht nehmen. Das S-Strich würde ich messen. Das schaut gut aus. Und da schauen wir dann, wo wir das haben. Und er sagt, also da schauen wir, wo wir das haben. Und da hat er TVS-Strich, also S-Prime. Da gibt es auch das E-Strich, was wir auch messen können. Und hier sehen wir, ja, passt. Das ist über 9,5 cm pro Sekunde, in dem Fall 12 cm pro Sekunde.